Und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja. Jetzt was. Schöner. Lisa, ich komme. Ich komme, Lisa. So. Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Cedra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Jetzt bist du einer von uns. Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ihr nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal, ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Cedra dich tätowiert hat. Es reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Ja, super. Aua. Ja. Machen wir da wieder hier hochkommen, ne?
Oh mein Gott, ey. Okay, auf ein neues. Rief davon um, die Geschichte der Partner auf, ist man während des Verhältnisses und die Rohre schießen? Das sagt er mir jetzt? Lisa, ich steh die Tür, ich komme! Jetzt sagt er mir, ich muss auf die Rohre schießen. Kommt auch mir bekannt vor gerade. Aua. Klar, normalerweise nicht. Oh, die ist aber frei. Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? Ja. Wunderbar. Was ist da hinten los? Verkehrsberuhigung! Ja, ausklatschen, Graschigkeit. Du bist keine Hilfe. Was? Fahr geradeaus. Ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen. Ah. Ja, klar, ohne eine Munition hätte ich immer gerne. Hände auf 10 vor 2, 10 vor 2. Dann fahr du doch. Ah, du schießt das? Bitte, habe ich kein Problem mit. Wo bin ich denn hier rum als? Da, hier bin ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller! Och man, also geht mir jetzt auf den Sack hier, ey. Sie sind vor uns!
Jo. Aua. Großartig! Oh, hättest du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich! Es ist ein Albtraum! Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Höhle unter dem Haus, ja toll, wie kam Scheiß nochmal hin? Wie komm ich jetzt nochmal zur Höhle unterm Haus? Ah, hier. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Haben wir gefunden. Sammle alle die Briefe der Verloren, um die Geschichte der Japaner. Lisa? Daisy! Du hast es geschafft! Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schöner Fund. Komm, sieh's dir an. Tut gut, dich zu sehen. Dich auch. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Wird schon, glaub mir. Es schwimmt mich hier durch die Brühe, als er. Was ist das eigentlich? Sieht aus, können ja fast PT-Boot sein. Troll den Boot. Das sah für mich erst eher wie so eine Ratsche aus. Oder, wie seht ihr das? Ach, wo geht's? Oh, hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen? Haha! Ach klar. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Toll, mir ist das Ding gleich in die Ohren fliegt, aber. Ja, fast! Ja! Klasse! Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du doch mal mit Lisa, bevor du gehst. Ja, mach mal. Na, ja, das ist auch Schluss für heute. Ich hab keinen Bock mehr. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut
mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Toller Plan. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Immer doch. Na gut, ich würde sagen, für heute sind wir durch. Und ja, dann sagen wir uns nächsten Morgen zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.